Hallo zu den Damn News heute mit. Ah nein, ach Mist, ich wollte ja. Ah. Hallo zu den Damn News. Ich hatte gerade geguckt, was passiert, wenn ich Minecraft in den Vollbild mache, ob dann die schwarzen Balken oben und unten weggehen. Die gehen weg, aber dafür kann ich dann keine Aufzeichnung mehr machen. Das ist natürlich ungünstig. Ja, wir sind hier immer noch in Septerna City vor der Arena oder vor dem Museum, je nachdem wie man sieht. Und ich habe heute einen Holy Green Tea, nee, Apple and Green Tea. Also, er riecht tatsächlich wie so ein künstlicher Apfel. Naja, schmeckt aber nicht so gut. Naja, ja, wie ging's denn weiter? Also, nächste Folge, da ging's um den Kampfstil. Also, Ash wollte ja unbedingt gegen Aloe kämpfen. Und es war ja klar, dass er ja nur deswegen da war. Und dann führte Aloe ihn erstmal hier in die Bücherei. Toll, das war nicht das, was Ash wollte. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will deinen Kampfstil erforschen und dafür musst du halt erstmal zeigen, musst du dir auch erstmal ein bisschen forschen und lesen und so. Ja gut, dann das war, darauf hat er natürlich gar keinen Bock. Hinterher hat er dann ein Buch genommen und zwar das, was Alo ihm vorher gezeigt hat. Und das war der Trick, das tun die meisten nämlich nicht. Denn dadurch hat sich ein Geheimgang eröffnet, der bei mir hier jetzt schon offen ist, in die eigentliche Arena. So, bei, Aloe sagte, ja, die meisten sind halt so doof, das Buch zu nehmen, das ich da zeige. Nehmen lieber ein Buch, das sie interessiert, wenn man sowas. Oder einfach ein Buch, das dünn ist, damit sie schnell fertig sind. Weil die denken, sie müssen jetzt halt unbedingt was lesen. Ja, aber dann ist hier unten der Arena-Kampf. Und, Aloe hat auch vorher gesagt, dass sie mit Kukma da und Yorkliff spielt, kämpft und Yorkliff war auch total süß und alles. Und Ash hat dann gesagt, er kämpft mit Otero und Floink. Ja, und dann hat Aloe ihn mit einer gnadenlosen Kombo aus Brille und Horrorblick platt gemacht. Das war schon fies. Ja, und dann hat Ash den Arena-Kampf halt verloren und ging danach in ein Kampfdojo, um dort zu trainieren. Das macht er dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja. Mal gucken, habe ich hier auch, habe ich in der Septerna City auch einen Kampfdojo zum Trainieren? Warum bin ich? Ich bin nicht im Let's Show-Modus, ich muss laufen. Habe ich hier einen Kampfdojo irgendwo? Ich habe nur mal wieder Nacht. Wie immer. Steht hier was? Museum von Septerna, Ausstellung des Monats, Sonderausstellung. Nee, aber jetzt. Nee, da drüben ist auch nur noch dieses Restaurant und die Lagerhäuser halt. Und wieso wird immer Nacht, wenn ich hier eine Folge aufnehmen will? Kaffeelagerhaus. Jo. Können wir uns jetzt eigentlich gemütlich hinsetzen, wenn jetzt nicht schon wieder Nacht wäre? Ah, wir haben Tag. So, da kann ich mich doch bei dem schönen Sonnenschein hier unter diesen Sonnenschirm setzen. Ja, so nicht, naja. So, dann gucke ich halt auf diese schöne Aussicht. Ja! Es gab ein neues News-Video von Dougie. Er wird umziehen im Juli. Und er wirkt dabei so glücklich einfach mit seiner Freundin. Da kann man nicht neidisch werden. Aber worauf ich wirklich neidisch wurde, das war dieser Spruch. Mein Dasein als Single-Typ in einer schimmligen Bude, wo er seine Videos aufnimmt, ist damit finito, Leute. Heißt das, ich wohne jetzt hier allein in meiner schimmligen Wohnung und schneide Videos. Und er muss das jetzt nicht mehr tun. Toll. Er hat jetzt Freude. Aber er wirkt wirklich so glücklich. Also, man muss ihn echt beneiden. Also auf positive Art und Weise natürlich. Und, ja, er hat gesagt, er hat einen riesigen Garten mit über 1200 Quadratmeter, was glaube ich. Und da kann er dann Garten-Streams machen. Und er will Koch-Streams machen. Und er hat Angst, ob denn die Community das auch mag. Also ich finde die Ideen, die hat alle toll. Ich bin gespannt darauf. Ja, und ich stehe hier in Septerna City in meinem Schimmling, in meiner Schimmling-Wohnung und schneide Videos. Dankeschön. Naja, aber damit sind wir mit den News auch schon durch. Und, wieso verlasse ich denn jetzt das schöne Kaffeechen hier? Bin auch noch gar nicht fertig. Es geht ja jetzt weiter mit den heutigen Aufklebern. Wie wird heute denn die Quote sein? Ich fange an mit Fantastic Beasts. So, erstmal muss ich das Ding aufmachen. Komm schon, Aufkleber kommt da raus. So, okay, also.
ist denn heute die Erfolgsquote? Auf dem ersten Bild sehe ich Jacob und einen Bowtruckle. Na toll. 56. Jacob und einen Bowtruckle, das klingt ja jetzt nicht unbedingt selten. Nee, habe ich schon. Dann sehe ich hier mehrere Wesen. Eine Eule, einen Kobold, das Monsterbuch der Monster und das Ei von Norbert. Zwei. Auf Leber 2. Oh, das fehlt mir tatsächlich noch. Magische Kreaturen. Träumst du davon, ein Magizoologe wie Newt Scamander zu werden? Hat dich das Monsterbuch der Monster neugierig gemacht? Ja. Auf den Seiten kannst du dein Wissen testen und alles über die magischen Kreaturen aus der Welt von Harry Potter und der Welt der fantastischen Tierwesen erfahren. Immerhin. Dann ein Glitzerbild von Nagini, das habe ich doch bestimmt auch schon wieder. Die 51. Die habe ich schon. Danon. Ne, doch. Achso, ein Glitzerbild von dem Erumpet. Diesmal weiß ich's. Habe ich aber dann wahrscheinlich auch schon. Die 65 habe ich auch schon. Aber das war eine schlechte Quote. Bei Fantastic Beasts. Gucken wir mal, wie es bei One Piece. One Fantastic Beasts in One Piece. Wie es bei One Piece aussieht, ja. Ja, aber am wichtigsten sind ja gleich auch vor allem wieder die Joys. Ah, da wollte ich noch was zu erzählen. Naja, jetzt immer One Piece. Die Nummer 91. Darauf sehe ich Whitebeard und seine Crew. Whitebeard und seine Crew auf der 91. Fehlt mir noch. Super, geht gut los. Dann weiter mit 134. Da sehe ich Dragon. Das fehlt mir auch noch. Super, weiter so. Dann die 112. Da sehe ich, wie Ruffy Corby angreift. Kam mir auch unbekannt vor. 112. Fehlt mir auch noch, super. Dann die 5. Oh. Das ist Ruffy, der ehrfurchtsvoll seinen Hut aufgrund gewisser Tode neigt. Fehlt mir auch noch, super. Ich meine natürlich, wir verneigen uns in Ehrfurcht und schauen zuletzt noch die 42. Ah, den hatte ich aber letztens erst. 42 ist hier der Glitzer. Ja, ja, genau. Der Glitzer-Steckbrief von Baggy, den hatte ich schon. Aber trotzdem, gute Quote. Ja, ich hatte ja letztes Mal erzählt von diesem tollen Gewinnspiel von Kinderjoys. Da bin ich inzwischen mitgemacht. Und das ist ja so frustrierend. Ich muss mal einen Schluck Holy Apple and Green Tea trinken. Vielleicht ist das auch das, was ich daran so seltsam finde, der grüne Tee. Ich trinke keinen grünen Tee, deswegen weiß ich halt gar nicht, wie das schmeckt. Kann sein, dass das der Geschmack ist, der mir hier unbekannt ist. Naja, also da war dieses komische Gewinnspiel, wo man die Hausschals gewinnen konnte. Und ich hatte jetzt halt 3 von den Codes, hab die eingetippt und jedes Mal kam danach, oh, hast leider nicht gewonnen. Das ist so frustrierend. Aber dann, du kannst aber bei noch dem zweiten Gewinnspiel mitmachen. Gib uns aber einfach alle deine Kontaktdaten. Und dann kannst du so ein komisches Brettspiel, das keiner braucht, gewinnen. Gut, da habe ich natürlich auch mitgemacht. Oh, auch nicht gewonnen. So frustrierend. Aber, das waren ja diese komischen Packs, die ich im Rewe gewonnen habe. Im Aldi Süd habe ich jetzt wieder die Packs gefunden, die ich letztes Jahr auch gefunden habe. Wo einfach 3 Eier nebeneinander dran sind. Die, wo das Papier drumherum so eine komische Handtaschenform hat. Aber immerhin aus Papier, dass man es vernünftig recyceln kann. Ja, ich habe erstmal geguckt, ob da so ein bescheuertes Gewinnspiel bei ist. Nee, zum Glück. Dann kaufe ich jetzt nur noch die ohne diese frustrierenden Gewinnspiele. Wie kann man, das ist ja so frustrierend, dass dann jedes Mal kommt, tipp den komplizierten Content. Oh, sorry, du hast leider nicht gewonnen. Vielleicht ja nächstes Mal. Ja, nee. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt wenigstens Glück habe. In den Kinderjoys in der Nummer 1 ist eine Figur. Und es ist Luna. Hatte ich die nicht letzte Woche schon? Mist, da habe ich den ersten doppelten, oder? Naja. Man war einer immer eine Figur. Man muss positiv sehen. Direkt eine Figur. Weiter so. In der Nummer 2 ist ein hässlicher Draco, der keine Figur ist. Was soll das sein? Ich schau mal auf dem Zettel, was man damit machen kann. Ein Stiftaufsetzer. Wer will denn einen Stiftaufsetzer mit dem Gesicht von Draco Malfoy? Nichts gegen Draco. Aber... naja, gut, ich weiß, es gibt viele Draco-Fans und Tom Felton ist natürlich super cool.
nichts gegen den. Und dann noch eine Figur, Snape. Na, den hätte ich noch nicht. Na, immerhin. Immerhin ein bisschen Glück. Danke, ich hab Snape. Und damit habe ich immerhin eine neue Figur heute. Ich blende hier mal gerade das Bild ein. Und das war's. Und deswegen sage ich jetzt, arrivederci, tschüss, over and out.